Kraft von der Prüftwagen hier am Rennsteig, jetzt zum Anfang September hin. Und dann sehe ich auf einmal, wie vor mir durch zwei Wildkörper laufen. Und ich habe gesehen, das vordere ist ein Stuck und hinten dran ein Hirschel. Und habe mit dem Glas hingeschaut, mit dem Zehnfachen, und habe gemerkt, der ist auf jeden Fall passend. Keine Kronen, nicht lang, kurze Enten. Ja, und das war der. Und das ist die ganze Zeit hin und her gezogen, hat nicht angehalten. Und hat sich dann in einer sehr engen Lücke hingestellt. Ich war die ganze Zeit drauf und ja, dann habe ich ihn aufgeschossen. Und es ist erstaunlich, wie diese kleine 308 wirkt. Den Hirsch hat es im Vorjahr zusammengerissen, der ist blattstark gelegen und ist dann einmal noch kurz vorn hoch, hat zwei Rührer mit die Vorderläufe gemacht und dann hat es ein bisschen den Hang runtergezogen und dann ist er wunderschön perfekt gestreckt vor einer alten Buche gelegen. Ein prachtvolles Bild, ein wunderschöner Prunftmagen, wo es einem wirklich keine Sekunde auch hätte nur annähernd langweilig sein können, weil in einer Tour Betrieb war so viel Anblick auf so einem kleinen Fleck. Das gibt es wirklich selten und das ist ein ganz großes Geschenk, wenn man es haben darf.